Dach, Ole? Die gibt's, glaube ich, bei uns. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Aber die wollen eigentlich gar nicht so, wie wir das wollen. Weil die, wenn die uns sehen oder hören, dann machen die sich aber flach und dann denkst du, das sind erst. Dach, Ole, den richtig wohl. Und ich bin ja nur ein Klempner. Und ich erkenne immer so die Merkmale so in den Fallrohren drin. Da sind nämlich nur so immer so spiralförmige Ringeldinger drin. Und da weiß ich genau, die kommen bestimmt über die Fallrohre. Der Dachaal ist mein bester Freund. Dachaale sind im Grunde sehr ungefährlich, aber man sollte sie niemals von der falschen Seite aus anreden. Weil sonst können sie sehr ungemütlich werden. Ganz bestimmt. Also Vorsicht, rechts und links, Dachaale. Dachaale sind verflixt schlau. Der Dachaal, ein seltenes Tier auf alten Hamburger Häusern, sieht man ihn noch. Er rutscht die Regenrinne herunter. Und ich bin ja nur ein Klempner. Damals, nein, das kann, ich kann nicht mal drüber reden, weil das so, das war das, ne? Also, der Dachaal, ne? Ich lieg in meinem Bett und ich denk mir nichts Böses und ich habe mein Fenster aufkipp. Springt dann in die Elbe oder auch in die Alster und verschwindet. Und meine Eltern sagen, es gibt keine Monster, aber es gibt Dachaale. Kein normaler Aal, der berühmte Dachaal. Es gibt, soweit ich weiß, in Hamburg noch 3 Exemplare und man muss schon aufpassen. Weil so ein Dachaal könnte ja auf dem Dach liegen und sich durchs Fenster, durch das gekippte Fenster schleichen und dann könnten die ein Nest bauen unter mein Bett und weiter geht das auch nicht. Also, aber wenn man einen Dachaal sieht, bedeutet das Glück das ganze Jahr über. Ganz bestimmt. Dachaale, finde ich, sollte jeder zu Hause haben.